Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Diese Bronzetür steht im Mittelpunkt der Zeremonie. Offizielle Eröffnung des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Rund 70.000 Christen aus aller Welt sind dabei, als Papst Franziskus bei seiner Messe an das Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren erinnert. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato. Schon am frühen Morgen hatten die Menschen lange Wartezeiten und Schlangen über mehrere Häuserblocks in Kauf genommen, um rechtzeitig die scharfen Sicherheitskontrollen zu passieren und auf den Petersplatz in Rom zu strömen. Schließlich ist es soweit. Papst Franziskus schreitet auf die schwere Pforte zum Petersdom zu, die seit 2011 zugemauert war. Seit dem Mittelalter ruft die katholische Kirche alle 25 Jahre ein heiliges Jahr oder Jubeljahr aus. Während dieser Zeit gewährt der Papst den Gläubigen unter bestimmten Bedingungen einen vollständigen Erlass ihrer Sünden. Das Durchschreiten der Tür symbolisiert für die Katholiken den Übergang von der Sünde zur Gnade Gottes. Auch sein deutscher Vorgänger Benedikt XVI. War gekommen, um der Zeremonie beizuwohnen. Anschließend durften die ersten Gläubigen die Tür durchschreiten. Der Vatikan rechnet in den kommenden Monaten mit 30 Millionen Pilgern.